Flex Energy hat sich mit der Entwicklung einer regionalen Energieaustauschplattform beschäftigt. Es ging darum, dass wir auf der einen Seite Erzeuger und Verbraucher auf einer wirklich regionalen Plattform zusammenbekommen. Das heißt, diejenigen, die hier in der Region möglicherweise Solarparks anbieten und dementsprechend Strom erzeugen, können sich auf unserer Plattform dazuschalten als Energieanbieter. Und diejenigen, wie zum Beispiel Street Scooter oder auch unsere Demofabrik, können sich als Verbraucher dazuschalten und ihre Prognosen abgeben und sagen, okay, wir werden in der nächsten Woche so und so viel Energie verbrauchen. Das Ziel war sicherlich, es irgendwie zu schaffen, die Energie, die heute hier in der Region durch erneuerbare Energien erzeugt wird, auch hier zu verbrauchen. Das klingt in erster Linie einfach. Man merkt aber immer wieder, dass zwischen dem eigentlichen Geld- oder Marktfluss und dem physischen Stromfluss einfach zwei Welten herrschen. Und mit unserer Plattform Flex Energy versuchen wir eben, das auf einen Nenner zu bringen. Das Innovative an der Plattform ist eben einerseits den regionalen Ausgleich zu schaffen, andererseits eben genau diesen Marktteilnehmern, den kleinen Verbrauchern, einen Zugang zu einem Energiemarkt zu schaffen, den es heute noch nicht gibt. Wichtig ist aber insbesondere bei den produzierenden Betrieben, dass sich im Kontext der Digitalisierung auch die Produktionssysteme angeschaut werden, denn da mussten Veränderungen eingestellt werden, um überhaupt eine Energieprognose, das bedeutet, wenn ich x Mengen produziere, was bedeutet das eigentlich an Energieverbrauch perspektivisch, zu leisten. Und das andere ist natürlich, um erstmal zu erfahren, was meine Maschinen verbrauchen, muss ich diese natürlich auch mit meinem System verbinden, also konnektieren. Die Digitalisierung hat sicherlich überhaupt erst ermöglicht, eine Plattform auf der einen Seite zu entwickeln, aber auch die Kommunikation zwischen allen Partnern in diesem Konstrukt zu ermöglichen. Andernfalls wäre das gar nicht denkbar gewesen, weil wir hier auch darüber sprechen, große Datenmengen zu versenden.